Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von From the Labs. Letztes Mal hatten wir ein paar Probleme mit den White Flayers, sowie auch ihren Freunden, den komischen Schlag mich totnamen Lightning Hoods, ich vergesse sie immer. Und jetzt werden wir das Blatt wenden. Wir werden unsere Ressourcen zurückholen, wir werden ihre Flotten vernichten und werden gucken, dass unsere eigenen Ressourcen mal wieder in Wallung kommen. Wir haben oben einen Carrier verloren. Ja, ja, machen wir gleich. Machen wir auf langsam. Hier unten werden wir blockiert. Hier werden wir blockiert. Hier kommt die Imperiepost und rettet den Tag. Die Flugzeuge hier werden hier oben aufräumen. So hoffe ich. Dieses Ding hier wird verfolgt. Kann aber nicht aufgebaut werden ohne Ressourcen. Kann es also genauso gut auch vernichten. Wir haben hier unten Ressourcen genug für ein Carrier. Den sollten wir hier dann mal bauen, damit wir auch mal vorankommen. So. Gucken, dass der aufgebaut wird. Und ich versuche, schneller voranzukommen innerhalb einer Episode. Weniger Details eines Kampfes zeigen, sondern eher den Verlauf des Krieges und schöne Szenen zusammenzuschneiden. Das ist mehr Arbeit letztendlich, aber ich versuche dem gerecht zu werden. Und fangen wir doch einfach mal an, indem wir hier den Kampf starten. Die ganze Zeit über den Kampf kontrolliere ich schon meine Waffen und merke es gar nicht. Das ändern wir mal, dann schießen wir auch mal mit den Kanonen drauf. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. So, den wollen wir mal beibringen, unsere Festung nicht anzugreifen. Wird er bitter bereuen. Der Laser kann sich nicht entscheiden, ob links oder rechts kaputt schießen und wechselt fröhlich zwischen den Zielen hin und her. So, wird Zeit, den Norden hier zu verteidigen. Angefangen mit der Rache. Den hier, der meine schöne Ganzlinger hier oben zerlegt hat, mit Hilfe von den dummen Flyern. Wenn er mich alle einmal schießen lässt, dann wird das hier ganz schnell vorbei sein. Und der hier wird direkt zerlegt werden. Wer auch immer dann der Rinner ist, das wird dann kein Problem mehr sein, wenn es soweit ist. Hat es besser ertragen, als ich erwartet habe.
Muss gestehen, der Widerstand ist doch enorm. Zumindest was es angeht, bis es dauert, dass das Ding auch mal wirklich zerlegt ist. Hat ganz gut was eingesteckt. Dein Freund, der Rinner. Den wird es wohl ein bisschen schneller erwischen, denke ich. Ein wahr würdiger Gegner. Hoffe, mein Rauch ist aktiv. Jupp. Eben hat er eine Schwachstelle im Rauch gefunden. Thank you.
Gut, ich habe wohl meinen Meister gefunden. Die Laser machen unglaublich viel Schaden und dadurch, dass Gegner so um einen herum spinnt, hat er ständig Schwachpunkte in meiner auch Verteidigung gefunden. Ich schätze dadurch letztendlich in Endurance besiegt. Das wird noch interessant werden, wenn ich dann die Lightning Roots ernsthaft angehen werde. Es liegen hier allerdings eine Menge Ressourcen rum und die kann ich hier mit dem Carrier noch holen. Das Schiff, was mich vernichtet hat, hört auf den Namen Hypatos und es zieht sich zurück. Ich werde die Vegapool schnell losschicken, das Material hier einzusammeln. Während der geschlagene Endurance als sogenannte, wie heißt es, Blueprint sein Leben fristen wird. Der Courier braucht noch ein kleines bisschen angebaut zu werden. Und da muss ich auch gucken, dass ich hier verteidige. Da kommen noch mehr Lightning Hoods an. Hier bin ich noch auf dem Weg. Vielleicht sind die Wood Rockets nicht voll repariert. Den kann ich losschicken, das zu holen. Die beiden müssten das hier schaffen. Das bloß die Fortress aus dem Spiel hier. Der geht das gar nicht an. Oh Gott. Wir haben einen Märtyrer, der uns ablenken wird. Nicht zu sehr hoffentlich. Offensichtlich habe ich eine gute Priorität gesetzt hier. Muss nur ordentlich rankommen. Ja? Zufälligerweise habe ich ihn wohl doch erwischt. Dann ist es auch alles kein Problem. Dieses hübsche Schiff hier. Mit dem Fleischwolf hier am Ende. Wird es aber nicht lange machen. So, ich errichte da oben eine neue Endurance und ich versuche, mehr von den Ressourcen wieder nach oben zu bewegen. Die neue Carrier legt los. Hier unten hat sich allerdings auch überlegt, nachdem ich auch hier meine Endurance hier neu aufbauen wollte mit den Ressourcen, die noch da sind, von meiner Pegapus und ich muss auch weitere Ressourcen hier hinbringen, hat sich der Gegner überlegt, das halte ich auf, aber das wird meine Pegapus nicht aufhalten, das kann ich euch versprechen. Das wird schon kein Problem darstellen. Doch, Urte ist ein U-Boot? Ja, es ist ein U-Boot. Sollte man leider trotzdem hinkriegen. Na, tatsächlich hat er sich von meinem Radar versteckt. Gut zu wissen. Radarraketen haben Probleme, dieses Boot hier unten natürlich wahrzunehmen. Aber meinen Laser wirst du nicht entkommen.
Es hat wirklich lang gedauert, weil die wirklich unter Wasser waren und schwer zu treffen. Das war wirklich nervig. Mir fällt gerade ein, ich habe meinen Carrier gar nicht die Engine ausgetauscht. Das Ding hat kaum Energie, deswegen da muss ich wohl noch was machen. Lässt du meine Fortress in Ruhe? Die will ich eben noch abbauen dürfen. Oh, harte Laser schießen auf mich ein. Bring mich beinahe um. Beste Kamerasituation hier. Bisschen Abstand und Raketen aus der Ferne. Das dürfte die beste Medizin sein. Hoffentlich verrecke ich nicht direkt. Ich möchte das hier noch aufnehmen können. Könnt ihr was erkennen? Da kommen die Raketen. Ich wünsche mal, könnt ihr diesen Effekt irgendwie ausstellen. Der ist nämlich nichts weiter als nervig. Vielleicht schaue ich das mal nach, ob das möglich ist inzwischen. Oder schon immer war. Ich habe leider nichts gefunden, außer Post-Processing auszuschalten. Processing, was vielleicht dafür sorgt, dass man bessere Frames noch hat. Wenn man das jetzt merken würde gerade. Leider keine Möglichkeit, diesen Effekt auszumachen. Falls ich das übersehen haben sollte und nicht verstanden haben sollte, schreibt es in den Comments, weil manchmal ist es wirklich super daneben, dass man das nicht haben kann. Hier nirgends so etwas, wo ich dies ändern kann. Und stirbt doch endlich. So, ich fürchte, damit muss ich auch die Episode beenden. Ich habe 25 Minuten Aufnahmen und davon werde ich einige noch runtercutten. Und mein Angstgegner, der Hypatos, der kommt jetzt hier hoch und der wird jetzt ein Rendezvous haben mit meiner Pegapus. Wenn der Hypatos, die Hypatos, die Pegapus besiegt, dann habe ich langsam echt ein Problemgegner. Und die Tatsache, dass die Endurance zerlegt wurde, lässt schon tief blicken. Ich hoffe, die Pegapus wird nicht direkt von den Lasern zerlegt und kann mit den Raketen punkten. Das ist, worauf ich hoffe. Oder vielleicht auch mit den Laser. Weil die Hypatos, sie ist echt stark. Ich weiß nicht, wie man so viel Schaden mit Laser machen kann. Theoretisch müsste meine Pegapus ähnlich viel Schaden machen. Die zerlegt aber nicht so viel. Aber das sehen wir in nächster Episode. Wie sich die PG-Pussy schlägt. Bis dann, GG.